herzlich willkommen zur Lokalzeit aus Düsseldorf. Gleich gibt's was auf die Ohren. Wir sind live in Krefeld beim Weltschlagzeugertag und das erwartet Sie außerdem. Irgendwie stehen sie in der Band immer so ein bisschen im Schatten. Die Schlagzeuger dieser Welt, die werden einfach zu wenig beachtet. Findet jedenfalls Christian Schages aus Krefeld. Er ist natürlich Schlagzeuger und hat deshalb den heutigen Tag zum Weltschlagzeugertag ernannt. Der wird jetzt gerade in der Kulturrampe in Krefeld begangen. Und unsere Kollegin Judith Wolters ist für uns dabei. Judith, ich vermute mal, Schlagzeuger feiern sich vor allem laut, oder? Ja, laut stimmt auf jeden Fall. Aber das hier ist jetzt auch ausgesprochen witzig. Das ist nämlich Schlagzeug und Gesang, Karaoke. Das heißt also, man wechselt hier so ein bisschen. Jeder darf mal ein Schlagzeug und jeder darf mal singen. Den Text gibt's natürlich oben an der Wand. Also, das macht allen Spaß, auch wenn die Lieder vielleicht nicht immer gerade zu dem Geschmack entsprechen. Aber es bringt auf jeden Fall gute Laune. Richtige Sessions gibt's natürlich später auch. Der Erfinder des Ganzen ist Christian Schages. Herr Schages, ist das mehr so eine Bierlaune, ein Scherz oder ernsthaft der Weltschlagzeugertag? Nein, also der Weltschlagzeugertag ist tatsächlich absolut ernst gemeint. Aber er soll Spaß machen, natürlich. Aber es ist mein Anliegen, wirklich die Schlagzeuger der ganzen Welt sozusagen einmal wertzuschätzen, dass die einmal im Jahr, am 4. April jedes Jahr, vor Schlagzeug treten und sagen, hallo, wir sind super Musiker und wir sind auch da. Und das Ganze gibt es auch schon bei Wikipedia, wenn man Lust hat zu gucken, da gibt es den schon. Oder eben bei Facebook. Da wird natürlich jetzt gewartet darauf, dass es eine Menge Clips und Begeisterte gibt für diesen Weltschlagzeugertag. Und heute Abend gibt es noch ordentlich Party. Ja, das auf jeden Fall. Das gehört dazu. Aber jetzt im Moment ist ja noch früh und da sind vor allen Dingen viele Schüler da. Denn Christian Schlages gibt auch Unterricht. Und das haben wir uns heute Nachmittag mal angeguckt. So beginnen alle hier in der Musikschule. Das gleichmäßige Schlagen soll erstmal beide Gehirnhälften zur Ruhe kommen lassen und das blaue Licht soll beruhigen und die Konzentration fördern. Dann kommt Farbe ins Spiel, denn hier wird nicht nach Schlagzeugnoten gespielt, sondern nach sogenannten Pattern. Jede Hand weiß, was sie tun soll dank der Farben. Pattern heißt übersetzt Muster und bezeichnet eine harmonisch-rhythmische Struktur. Aber richtig gespielt wird natürlich auch. Also, da sind die drei, die sind nämlich heute beim Karaoke, macht ihr natürlich auch mit, aber die kurze Frage an dich, also ich kenne gerade mal Charlie Watts oder Phil Collins als Schlagzeuger, hast du ein Vorbild? Ja, Crazy Cooper, also Cooper Drummer. Aber der spielt nicht bei einer Band, oder? Nee, der ist YouTuber. Ah, okay. Möchtest du mal so richtig cool in einer Band spielen? Ja. Ja? Und ihr seid jetzt dran, einer von euch geht jetzt mal spielen auf die Bühne mit Karaoke, okay? Dann ab, aber ganz schnell, sonst sind die anderen wieder dran. Genau. Wie viel übst du denn so am Tag fürs Schlagzeugspielen? Ungefähr 15, vielleicht auch 15, 20 Minuten. Okay. Und das macht richtig Spaß? Ja. Sehr cool. Wir hören jetzt zu, der kleine neue Star, also Karaoke gibt's jetzt. Was schlagzeugst du jetzt? Den Lazy Song gibt es jetzt nochmal auf der Bühne und ich glaube, das wird ein richtig klasse Abend hier mit richtig viel Stimmung. Nur für mich ist, glaube ich, zu spät, Petra, jetzt noch Schlagzeug zu lernen. Das schaffe ich nicht mehr. Ich gucke zu und headbange vielleicht ein bisschen. Mach das. Dankeschön, Judith.